Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch, freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einer neuen Folge Bus Simulator. Ja, das Projekt zieht sich doch irgendwie in die Länge, habe ich so manchmal das Gefühl. Wir sind hier immer noch dabei, unser aktuelles Missionsziel zu erforschen, freizuschalten, endlich mal, dass wir das Ganze jetzt endlich mal hinbekommen. Wir haben ja immer noch hier dieses Gewerbegebiet und Port Ember, wo wir mindestens 4 Haltestellen irgendwie anschließen sollen, hatten wahrscheinlich aber dann in der Fahrt, wo wir das Ganze gefahren haben, ja wahrscheinlich einen doch zu großen Unfallschaden gehabt. Ja, das passiert manchmal, ja, wenn man einen zu großen Bus nimmt. Und das müssen wir jetzt auch heute nochmal einfach wiederholen. Und ja, hoffe natürlich, dass wir das jetzt dementsprechend auch ein bisschen packen. Dann haben wir uns hier den kleinsten Bus, den man haben kann. Das Problem ist an der ganzen Sache, das wird irgendwie nicht weniger, ja? Wenn wir hier mal gucken, wir haben hier noch komplett Old Town, Merville haben wir hier noch. Also da kommt wahrscheinlich noch eine ganze Latte auf uns zu. Und tja, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall jetzt erstmal schauen. Das ist es nicht. Hier, das ist es, ne? So, machen wir mal Strecke bearbeiten. Verwerfen nochmal die Veränderung, die Dings hier. Ja, das haut schon hin hier. Also das scheinen sie auf jeden Fall zu sein hier. Mindestens 4 Haltestellen. Haben wir. 4 Haltestellen. Und hier 1... 2, 3, 4. Das haut leider schon hin hier. Nö, das wollen wir jetzt gerne nochmal entfernen hier. Aber ich sehe gerade, es sind aktuell nur 7 Haltestellen. Warum? Das kann natürlich dann auch nicht funktionieren. Aber hier haben wir ja die Hafenverwaltung. Ach, hier oben, schaut mal hier. Das ist das Problem hier an der ganzen Stelle, an der ganzen Sache. Wir müssen hier noch die schmeißen, die mal nach oben. Genau. Jetzt haben wir auch 8 Haltestellen. Und jetzt sollte das Ganze auch dementsprechend passen. Denn wenn wir das Ganze jetzt nochmal fahren hier und ja, hoffen wir mal, dass das dann jetzt hoffentlich funktioniert. Ich sehe gerade, warte mal, abbrechen. Ja, ja, haben wir hier... Ja, nö, brauchen wir gar nicht. Wir brauchen hier bloß einen Fahrer drauf. Ich habe gerade ein bisschen viele Busse. Jetzt wird die Linie 15 nicht gefahren. Die Linie 16. Naja gut, das soll uns jetzt mal nicht stören. So, also wir werden jetzt hier... Stockerplatz nach Hauptbahnhof, nach Hafenpier fahren und ja, nehmen wir gleich hier den Citaro und dann passt das Ganze, oder? Nehmen wir hier hinten einfach ein. So, zufällig. Komm, wir machen heute mal am Tag. Schnellstart an. Perfekt. Realistisch. Los geht's. So. Ah, hier gibt es auch... Wisst ihr, das war noch in den Kommentaren gewesen. Hier gibt es noch einen Retarder, den man allerdings so nicht einstellen kann. So. Eine Fahrkarte bitte. Einzeln. Standard. Drucken. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzeln, Student, Drucken. Danke. So wie es jetzt aussieht, müssen wir jetzt hier rechts rum. Blinker korrekt gesetzt. Stimmt, wir hatten ja da das Problem gehabt. Es wäre da ein Fußgänger, ne? An der Haltestelle umgenietet haben. Gestern war's super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und habe dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Na du Glückspilz, ich musste gestern arbeiten. So. Ich habe auch viel in den Kommentaren gelesen, dass viele das Spiel schon echt durchgespielt haben. Also das ist ja Wahnsinn. Nicht gedacht, dass man das hier irgendwie durchspielen kann, aber es ist wohl möglich. Auch, dass man hier doch relativ einfach, sage ich jetzt mal, einen Platin hier irgendwie bekommt. Denn auch das wurde viel in den Kommentaren geschrieben. In der letzten Folge hatte ich ja gesagt gehabt, dass ich mir das persönlich ein bisschen schwer vorstelle, hier das ganze Ding hier vielleicht in Platin umzuwandeln. Soll wohl machbar sein. Wäre natürlich mal interessant zu wissen, wie viel Zeit ihr da zum Beispiel damit verbracht habt. Also, wie lange spielt ihr das Ganze schon? Weil ich bin jetzt ja nun, ich sag mal jetzt nicht so aktiv, wenn es jetzt immer hochkommt, in der Woche mal vielleicht höchstens 2 Stunden oder so. Ist natürlich nicht viel Zeit, ja, die man hier so in etwa hat hier für so eine Simulation, die halt wahrscheinlich doch ein bisschen umfangreicher ist. Und daher, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare, wie lange ihr dafür so benötigt habt, um das ganze Spiel so komplett durchzuspielen. Ich glaube also mindestens 2 oder 3 Erweiterungen gibt es hier noch. Die wird es hier auf jeden Fall noch geben, dass wir jetzt unsere Stadt weiter ausbauen müssen und so. Also Minimum 2 haben wir noch. Ja, chill doch. So. Oh, dieser Bus gefällt mir wirklich. Ja, ne? So, dann ab in die Westspeiche. Und dann jetzt wirklich Daumen drücken, dass wir jetzt eventuell jetzt mal hier weiterkommen. Das wäre absolut schön. Wenn es jetzt hier mal einen Schritt nach vorne geht, jetzt hier wieder mal mit dem Bus-Simulator. Aber aktuell sowieso recht viel zu tun. Ja, sowieso ja Omsi und Lotus, Hauptcontent hier auf meinem Kanal. Also, da, sobald da was kommt, bin ich gleich vorne mit dabei. Aber jetzt ja auch zur Zeit Transport Fever. Was auch ein sehr, sehr schönes Spiel geworden ist. Ja. So, eine Woche. Senior drücken. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Student. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Ja, natürlich ordentlich Zeit verloren. Momobil. Get in touch. Ja, auf jeden Fall Transport Fever. Meine Wirtschaftssimulation. Von einem Spiel, was eigentlich sowieso schon gut war, kam jetzt der Nachfolger raus und macht nochmal. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fast Food? Junk Food? Ich glaube, ich probiere mal Street Food. Zum Beispiel, der Retarder ist dafür ganz gut, ist, falls ihr mal, wenn ihr den zum Beispiel nicht anhabt, rollt der Bus halt doch relativ lang aus. Also, da braucht ihr halt nichts machen, ne? Der rollt und rollt und rollt, bis ihr irgendwann mal die Bremse betätigt. Macht ihr den Retarder an, bremst der Bus halt ab. Langsam, aber sicher. Ohne, dass ihr da eine Bremsetaste drücken müsst. Zum Beispiel jetzt für so Autobahnfahrten, gar nicht so geil. Normalerweise kannst du dann halt das Gaspedal irgendwann da lassen, ne, also loslassen und dann rollt er halt. Das ist energieeffizient. Wenn ich jetzt zum Beispiel loslasse, sehe ich dann eine Bremse halt ab. Und würde ich jetzt zum Beispiel den Retarder jetzt ausmachen, natürlich jetzt auf der Autobahn jetzt hier ein bisschen den Bus abstellen, um den Retarder auszumachen, ja, ist vielleicht nicht so geil. Würde der Bus halt einfach deutlich weiter rollen. Also wie gesagt, das kam in die Kommentare. Vielen Dank an der Stelle. Wie gesagt, ich lese mir sie halt durch. Ich antworte, wie gesagt, nicht immer, aber lesen tue ich sie auf jeden Fall. Nö, hier müssen wir gar nicht. Noch einen Tag, dann habe ich endlich frei. Oh ja, noch einen Tag, das ist Wochenende. Schön. Nein, 2 Tage noch. Nein, wir sind ja erst beim Mittwoch. Also wenn ihr die Folge heute guckt, ist es noch ein Tag, denn morgen, ne, Freitag und so. Aber zum aktuellen Aufnahmezeitpunkt müssen wir noch zweimal arbeiten. Oh, Gottes Willen. Ja, da haben wir natürlich jetzt wieder zermitscht und wieder Geld flöten gegangen. Ey, das lief gerade so gut hier. Das ist schon so ein bisschen wie bei Omsi hier, die KI. Ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. Dadurch, dass wir jetzt ja einen Fahrer draufgesetzt haben, könnten wir eventuell das Ganze jetzt schon gepackt haben. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? Hm, in welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja, klar. Schön die Pluspunkte sammeln hier. So. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. Furchtbar. Ich werde mal gucken, dass ich auch mal, wenn ich schaffe, auch mal den Train Sim World mal zu testen auf der PlayStation 4. Das ist ja die Zugsimulation, die ist super, die kann ich jetzt schon sagen. Also auf dem PC ist sie richtig, richtig klasse. Mal zu gucken, ob ich da mal irgendwie günstig rankomme, vielleicht vom Entwickler her oder sowas, dass er da mal so ein bisschen was springen lässt. Ja, da könnte man ja mal probieren. Um mir mal ganz mal Train Sim World mal auf der Konsole anzuschauen. Denn das ist ja zum Beispiel eine andere Simulation, die ich auf dem PC absolut empfehlen kann. Wie es jetzt natürlich hier auf einer Konsole aussieht, das ist natürlich eine andere Frage. Würde mich natürlich mal brennend interessieren. Ich weiß ja nicht, wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr ja gerne mal dazu was in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr das jetzt selbst schon mal gespielt oder sowas und könnt dazu irgendwie schon eure Meinung dazu ja, schreiben, posten oder sowas. Wie gesagt, ich habe es schon für die Xbox fast gehabt. Ich finde halt, bei der Xbox, da habe ich nur die Standardversion. Und bei der PlayStation habe ich die, halt die PlayStation 4 Pro. Sprich, man könnte das Ganze halt in 4K und sowas, ne? Und das würde ich schon gerne mitnehmen wollen. Also, wenn es schon geht, dann möchte ich das ganz gerne auf der leistungsstärkeren Konsole machen, als jetzt auf einer leistungsschwächeren. Aber wie gesagt, falls ihr damit schon Erfahrung gemacht habt, dann ja, schreibt es rein. Auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, ob es noch dieses Jahr wird, aber vielleicht nach dem Bus-Simulator eventuell könnte man mal gucken, dass wir uns da mal die nächste Simulation auf der Konsole mal anschauen. Denn ich finde, sowas muss halt unterstützt werden. Dass Konsolen mittlerweile auch Simulationsspiele beherbergen, ist schon eine absolut großartige Sache. Und gerade Train Sim World, wäre es der Train Simulator gewesen, würde ich sagen, so, naja, ob das so rund ist. Beim Train Sim World kann ich mir schon eher vorstellen, dass diese Simulation auch echt was taugt, ja. Das ist halt komplett auf den Controller schon angepasst und der Detailgrad, der ist enorm in den Train Sim World Spielen. Von daher wäre schon mal eine coole Sache. Sehr pünktlich, danke. Ja, bitte. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Mhm, mhm. Student. So 9,20 €. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Einzeln, Senior. Danke. So, dann machen wir jetzt gleich da den Retarder raus, ne? Dann werdet ihr da sehen, gucke, er bremst halt einfach komplett ab. Ohne dass ich jetzt hier eine Bremse drücken muss. Jetzt bremse ich doch mal, weil sonst fahren wir den auf. Ich komme bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Das ist, jetzt räumen wir halt schon ein bisschen länger aus. Du die letzte Folge? Nein, nicht spoilern! Nein! Spoiler doch nicht! Huch. Aber jetzt habe ich mich irgendwie dran gewöhnt, ne? So anders. Retarder. Eine Fahrkarte bitte. So, eine Fahrkarte. Tag. Standard. Danke. So, letzte Haltestelle. fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Dann möchte man jetzt nicht wissen, um was da ging, ne, mit der Ziege. Ach ja. So, Däumchen drücken, hoffen natürlich, dass es funktioniert hat. Das ist natürlich unschön hier, ne? Dass hier das echt super unscharf ist, obwohl wir das Ganze jetzt hier auf eine PS4 Pro spielen. So. So, du hast abgeschlossen, kehre zum Bustempel zurück. Kein Müll hier drin. Oh doch, guck mal hier. Was ist denn hier los? Naja, immerhin 12.000. So, jetzt kommt natürlich das Wichtigste. Ja, haben es geschafft, Leute. Jetzt gucken wir mal nach, was unsere nächsten Ziele sind und was unser nächstes Gebiet ist. Die Stadt erwägt endlich, den zentralen Omnibusbahnhof wieder zu eröffnen. Und das alles nur dank der harten Arbeit, die du mit deinem Team geleistet hast. Glückwunsch. Wenn der Startschuss fällt, wird dir in den nächsten Wochen bestimmt nicht langweilig werden. Denn wir müssen das Netzwerk neu planen und anpassen. Momentan verhandeln wir mit der Denkmalschutzbehörde, ob die Umgehungsstraße von Old Town für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden kann. Und so wie es aussieht, stimmen sie bald zu. So, den Altstadtbezug freischalten. Das wollen wir mal ganz kurz gucken. Westfield, Steineck. So, jetzt will ich hier... Ah ja, hier unten. Jetzt haben wir das hier unten als freigeschaltet. Westfield. Merville und Old Town wird dann, ach so, also Old Town ist dann unser letztes Ding. Das wird wahrscheinlich dann, ja, der letzte Part sein. Denn, also haben wir jetzt auf jeden Fall hier noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen hier, fahre die umgenannte Strecke im Rundfahrtmodus. Nutze Fahrer, um auf einer Strecke mit maximal 8 Haltestellen Einkommen zu generieren. Die verbindet zentralen Omnibusbahnhof, den Hauptbahnhof mindestens 1 und Gewerbegebiet 4. Ja, ich würde sagen, können wir uns in der nächsten Folge ransetzen und hier ein bisschen was planen. Neue Busfahrer einstellen, weil irgendwie sehe ich hier bloß noch 3 Busfahrer, komischerweise aber 10 Busse. Da haut doch irgendwas nicht so hundertprozentig hin. Ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen ranklotzen hier. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart und hoffe natürlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!